Also, guten Appetit. Ja, ich wünsche euch auch guten Appetit. Dankeschön. Nix wie ran an die hoffentlich gut bürgerliche Stellwerkküche. Also, meiner ist nicht medium. Ui, das ist nicht gut. Die Burger auf den Punkt zu braten, ist ja eine wesentliche Leistung. Ich habe meinen Burger medium bestellt. Er kam leider total durch an den Tisch. Und deswegen war er halt einfach auch trocken. Also ich bleibe dabei, dass Medium bei einem Burger immer eine Herausforderung ist. Ne? Kommt es darauf an, wie stark ist das Patty gepresst und wie viel Stress habe ich? Wann nehme ich es raus? Wann lege ich es in den Burger-Bun rein? Wie lange ist es unter Wärmelampe? Es zieht durch. Also ich möchte da auch keine Challenge mit anstellen. Alle hauen weiter kräftig rein bei ihren deftigen Burgergerichten. Ist das so lecker, wie es aussieht? Was sagen die Konkurrenten? Das ist ein Chili Leona Burger. Das ist wohl eine eigene Kreation von Dominik und Julian. Ich habe ihn jetzt auch mit dem Chili Brötchen bestellt, weil ich das Thema komplett durchexerzieren wollte. Ich muss sagen, am Anfang dachte ich, boah, könnte echt noch ein bisschen mehr Schärfe vertragen. Aber ich glaube, so für den allgemeinen Geschmack, wenn man so den ganzen Burger isst, ist er scharf genug. Also muss man wirklich sagen. Scharf genug? Alter. Okay, mein Schärfegrad ist kaputt. Tja, Mike, vielleicht bist du da eher der scharfe Softie. Oder Thorsten ist scharf im Nehmen. Ich habe jetzt wirklich ein bisschen genascht, ja. Das Ding, das fetzt jetzt schon. Ich habe ein unglaubliches Brennen jetzt schon auf den Lippen. Das ist, ich meine, steht das in der Karte denn? Das steht drauf, das scharf. Das steht scharf, oder? Ja, genau. Weil wenn du das nicht raufschreibst, ne? Alter. Schwere Probleme. Da hast schwere Probleme, ja. Ne? So scharf war es nicht, aber es war sehr angenehm. War toll gemacht. Ja, also ich fand's mit dem Chili-Brötchen, das ich auch noch hatte, also war das echt also top zusammengestellt. Ich war vollends zufrieden damit, ja. Top. Julian ist weiter mit seinem Burger beschäftigt. Wie ist sein Urteil? Ich habe ja einen Steakburger und ich bin in erster Linie ein bisschen enttäuscht, dass es doch durch ist. An sich schmeckt der geil, also das Burger-Brötchen ist super. Ne? Man merkt, dass es von einem regionalen Bäcker ist, nicht irgendeine TK-Ware. Ein Steakburger war geschmacklich auf jeden Fall super. Man merkt, dass alles selbst gemacht ist und alles frisch gemacht ist. Cheddar finde ich super, ist halt auch standardmäßig, aber gute Qualität. Glasierte Zwiebeln ist auch eine feine Sache, anstatt rohe drauf zu machen. Leider war er nicht medium. Was für mich jetzt total unnötig ist, ist halt dieses Karottenpüree. Das ist halt, ich will einen Burger essen mit einem Karottenpüree. Mach nicht alles, ne? Passt nicht rein. Vorher haben wir doch gehört, es passt alles rein. Jetzt steht der Appleborner Apfelburger auf dem Prüfstand. Agnes, dein Urteil? Ich hatte den dunklen Cranberry-Brötchen bestellt. Also mich würde interessieren, wodurch es gefärbt ist. Sepia-Tinte. Also ich finde, das hat so eine leichte Lila-Note. Ja, durch die Cranberries. Da sieht man halt aber wirklich, dass es Bio ist, sag ich mal. Ne? Wenn das jetzt schwarz wie in der Nacht wäre, dann würde ich beide Hände dafür ins Feuer legen, dass irgendeine Lebensmittelfarbe drunter gearbeitet wurde. Kennt sich aber aus, der Julian. Er ist dann so nicht so eine Stimmungskanone, würde ich jetzt sagen, aber er hat Ahnung. Also mein Burger hat ein super saftiges Hähnchenbrustfilet drin gehabt. Das war noch ein bisschen Frucht mit dabei, mit dem Apfel und ein bisschen Gemüse. Die Karottenpüree brauche ich eigentlich auch nicht zum Burger, ist eigentlich sehr fein, ist aber wirklich mehr ein Deko. Ich habe eigentlich nichts zu meckern. Ich finde mal geil, wenn man sagt, ich habe nichts zu meckern oder man sagt, ich habe eigentlich nichts zu meckern. Das heißt, eigentlich habe ich doch was zu meckern. Ich hätte es vielleicht, damit man das so besser mit dem Hand essen kann, etwas vielleicht dünner geschnitten oder vielleicht halbiert. Also, dass es nur halb so dick ist, damit dass man wirklich mit dem Hand besser essen kann. Ja, in Burger beißen und Würde bewahren, generell eine Kunst für sich. Julian ist neugierig. So, hi. Hat sich geschmeckt? Diesmal kein Prank? Geschmacklich kann ich dir da jetzt kein großes Bein herstellen. Der Grundgeschmack des Burgers ist schwer zu sagen. Ich möchte fast sagen, dass der Überschuss oder der meiste Geschmack noch in den Wildkräutern war. Und natürlich in den Dips und in den Dings. Aber in den Wildkräutern, die habe ich am meisten, die waren am präsentesten bei mir. Jedoch muss ich jetzt wirklich mal sagen, ich hätte mir gewünscht, der Patty wäre ein bisschen härter, ein bisschen fester. Ich habe oben im Messer drauf gedrückt, dann kam er schon an den Seiten so ein bisschen raus. Da müssen sie wirklich dran arbeiten. Also ich muss sagen, ich verstehe den Andi da. Also wenn ich einen Weg
die Burger haben will, will ich trotzdem das Gefühl von irgendeinem Stück innen drin, was kompakt ist, wo man so raufbeißt. Ne? Ob das aus welchem Gemüse, aus Kichererbsen, aus Linsen, das ist dann egal, aber das Gefühl will man schon haben. Ich weiß, den habt ihr selber gemacht und geschmacklich ist ja auch einwandfrei. Kleiner Tipp, vielleicht nimmst du mal ein Steakmesser oder so anstatt solche Messer. Die sind ein bisschen schnittiger. Nee, ich ärgere mich nicht. Es ist ja konstruktives Feedback. Also damit können wir arbeiten. Wenn einer nichts sagt, können wir nichts arbeiten. Insofern alles gut. Also der Julian nimmt das doch Wolli auf und ist doch in Ordnung, wie er reagiert. Dann zur Dessertzubereitung. Agnes will zusehen. Nein, darf ich dir beim Dessert zubereiten, ein bisschen über die Schulter schauen? Gerne. Kann ich dir vielleicht irgendetwas helfen? Das ist immer gut. Ja. Machen wir Himbeermascarpone im Glas. Super, hört sich ja gut an. Wolltest du mir Sahne schlagen? Kann ich gerne machen. Jetzt haben wir das erste Köche-Date, ne? Wolltest du die Sahne? Mach das. Rührend, wie Agnes hier mithilft. Was gehört alles noch zum süßen Nachtisch? Den Quark mit der Mascarpone rühre ich glatt. Danach kommt Joghurt und Zucker dabei. Zucker und natürlich nicht zu knapp. Agnes rührt fleißig weiter. So, jetzt machen wir das alles hier runter. Unser Dessert war ja ein ziemlich einfacher Dessert. Mit ganz einfachen Zutaten. Das ist auch schnell gemacht. Das ist für den Konzept passen. Jetzt schichten wir das Ganze. Angerichtet wird das Ganze liebevoll in einem kleinen Weggläschen. Da machen wir ein bisschen Löffelbiskuit. Witzig natürlich, in so einem Weggläschen, passt für mich auch ins Stellwerk. Ist alles in Ordnung. Dann ein paar Himbeeren rein. Machen wieder ein Klecks Masse drauf. Dann machen wir noch ein bisschen Deko, Dekoration um drauf. Beeren als i-Tüpfelchen. Hübsch. Fertig ist es. Doch vor dem Dessert kommt Julian raus. Jungs, ich habe ein kleines Problemchen. Okay. Das Soufflé Black and White ist leider aus. Ich hätte nur das Soufflé Black. Ist das in Ordnung für euch? Okay. Natürlich. Gut, danke. An dem heutigen Tage darf ihm das einfach nicht passieren. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da muss er sich so gut vorbereiten, dass ihm diese Nummer nicht passiert, dass er plötzlich in einem der eh schon wenigen Desserts eine Komponente nicht anbieten kann. Alle erwarten den letzten Gang mit Spannung, denn insgesamt war Tag 1 ja recht gut. Für Himbeermascarpone haben sich Agnes und Thorsten entschieden. Das Soufflé Black, leider ohne White, gibt es für Andi und Julian. Das ist eine ordentliche Portion, aber alles an Dessert da. Halleluja, ne? Also ich bin mal gespannt, ob ich das schaffe, bin ich mir so ganz sicher. Bei den Portionen lässt sich das Stellwerk nicht lumpen. Aber ist das Dessert neben groß auch geschmacklich großartig? Wir haben dasselbe Dessert. Wie findest du das Törtchen? Das so, wie es aussieht, genauso lecker schmeckt es auch. Also zumindest mir schmeckt es so, genau. Ja, also, gut, ist halt ein Klassiker als Dessert. Ne? Schokokuchen, Vanilleeis, Sahne. Stimmt natürlich. Kann man halt auch viel falsch machen, aber hier wird auf jeden Fall alles richtig gemacht. Oftmals hat man, dass er halt nicht mehr den Punkt treffen und dass er nicht mehr so schön flüssig ist. Der Schokokuchen mit flüssigen Kernen ist ein Fertigprodukt, schätze ich mal. Gibt es aber richtig tolle. Verstehe ich auch ein bisschen. Für das Schokoküchlein muss ich dazu sagen, das kaufen wir auch dazu. Wir sind ja auf dem Land und dementsprechend wird hier nicht allzu viel Dessert gegessen. Wir haben es früher mit frischen Produkten probiert, aber ich musste leider hinterher immer zu viel wegschmeißen. Also vom Schokoladengeschmack her, klasse. Ne? Ist halt auch, also mir ist es ein klein bisschen zu flüssig, aber ansonsten ne, kann man auf jeden Fall damit leben. Ja, ein bisschen mehr hätte noch gekonnt, aber ich mag es persönlich so ein bisschen flüssig und ich bin auch ein Nutella-Löffler. Von daher kommt mir das sehr entgegen. Das Einzige, was ich halt sagen muss, ist halt, ich bin kein Fan von Puderzucker. Aber ansonsten alles super. Das mit dem Puderzucker ist halt, man mag es oder man mag es nicht. Also für mich ist es halt nicht mehr zeitgemäß. Ne? Also ich habe schon echt viel gehört und ich bin auch immer ganz vorsichtig. Ne? Und irgendwie, aber Puderzucker ist out, habe ich auch noch nie gehört. Okay, Puderzucker ist out. Aus, fertig. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Ist die Mascarpone dennoch zeitgemäß oder ist das egal, weil sie lecker ist? Ja, es ist halt Mascarpone-Creme mit frischen Himbeeren und Löffelbiskuit. Es sind halt frische Himbeeren auch drin. Selbst in den Creme hat der TK-Himbeeren verarbeitet und obendrauf hat er die frische Himbeere draufgelegt. Ja. Und ich find's wirklich klasse. Die Mascarpone ein bisschen aufgeschlagen. Es war ein bisschen Sahne und Joghurt schön cremig, drin. Genau. Ich finde halt auch, dass es
als Dessert, ich glaube, das Schokoteilchen und Vanilleeis, die sind halt schon sehr, sehr, sehr süß. Ich mag es halt auch nicht ganz so süß. Da finde ich ja, das ist echt gut getroffen. Also muss man sagen. Ne? Zu viel Zucker im Dessert. Genau, und ist schön frisch. Also an dem Dessert hätte ich eigentlich nichts anders machen wollen, außer der Portionsgröße. Die war einfach zu üppig. Also aus dem Stellwerk rollt man dann raus, ne? Zumindest sind alle ordentlich satt geworden. Zeit, dass jetzt auch die Rechnung anrollt. Was steht unterm Strich? Ja, 136,60 Euro, 105 Euro davon für Speisen und 31 Euro für Getränke. Ich halte das für Top-Preis-Leistungs-Verhältnis. Das war so günstig, dass ich schon erst bald nicht glauben konnte. Da verkauft er sich ein Stück weit zu günstig, meine ich. Also ich finde das auch auf jeden Fall günstig. Es sind ja tolle Sachen dort verwendet worden. Aber zu günstig jetzt auch nicht. Das ist okay. Ja, also wenn wir sagen würden, das war schon alles, was es die Woche hier gibt, dann würden wir uns ja selber ins eigene Fleisch schneiden. Nee, toppen können wir das auch noch. Das kriegen wir noch hin. Was genau bedeutet das für die Bewertung heute? Na, was sagt ihr? Der Julian und der Stellwerk kommen von mir heute 10 Punkte. Für mich war heute alles perfekt. Wow. Und Julian 2? 8 Punkte. Der Julian und sein Stellwerk 13 hier in Eppelborn bekommen heute von mir 8 Punkte. Und Andi? 8 Punkte. Ein starker Wochenstart im Saarland, heute bei Julian im Stellwerk, der mit einer Bestnote und insgesamt 34 Punkten belohnt wurde. Morgen muss Thorsten Frischbier in seinem Restaurant Frischbiers zeigen, dass er diese Leistung wirklich toppen kann. Unsere Burger sind auf frischen Produkten natürlich auch. Das ist mein Name dort oben dran. Wir setzen alles hier rein, um die Gäste zu begeistern. Morgen hat er sehr spezielle Gäste. Kann er sie begeistern? Ich muss jetzt ganz ehrlich leider sagen, dass ich... Wir bleiben Freunde, alles gut. Ist das so schlecht, oder was? Sieht es so übel aus für die Burger im Frischbiers? Das wird spannend. Liebe YouTube-Fans, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Übrigens, hier unten, ja, da geht es nämlich weiter mit den neuesten Clips und Folgen. Ja. Und eines noch, ihr müsst uns abonnieren. Hier links oben, Abo drücken und nicht vergessen, die Glocke